Ich bin Lea. Katharina. Hanna. Nicola. Thea. Lena. Greta. Katharina. Inka. Morla. Und wir sind das Fleo. Wir sind heute im Gymnasium Eversten und Sie werden gleich das Fleo hören. Das Fleo ist das Flötenensemble Oldenburg. Das ist ein Angebot des AG-Bereichs der Schule, das Gymnasium Eversten. Es gibt hier auch noch ein Orchester, ein Vororchester, diverse Chöre, eine Big Band, eine Rockband. Genau, und die Frau Dick hat uns eben die Möglichkeit gegeben, mit den Querflöten, die es immer sehr zahlreich gibt, ein eigenes Ensemble zu gründen. In diesem Schuljahr proben wir von Johannes Brahms den ungarischen Tanz Nummer 5 und ein Medley über den Fluch der Karibik, über den Film. Zur Aufführung kommen werden die Werke bei den Schulkonzerten. Also es gibt immer ein Konzert im Sommer und eins zu Weihnachten, einmal hier in der Schule und einmal in der Kirche, in der Ansgari-Kirche. Und das sind immer unsere Hauptkonzerte. Ja, das Fleo ist ja eine AG, das heißt, es kann grundsätzlich jeder Schüler wählen. Und es erstreckt sich von der 5. bis zur 12. Klasse, also über alle Jahrgangsstufen. Und die einzige Bedingung ist halt, dass man mindestens ein Jahr das Instrument schon spielt. Also für das Fleo arrangiere ich immer Stücke selbst. Ich versuche immer ein populäres Stück zu wählen, ein Stück aus der Filmmusik, Musical und eben ein bekanntes klassisches Stück. Also weil mein Ziel ist, dass die Schülerinnen eben an die klassische Musik rangeführt werden, aber auf die leichte Art und Weise. Und dass es eben dem Publikum auch gefällt und genau, dass man alle zufrieden stellt. Der Teamgeist ist halt sehr hoch. Wir machen zum Beispiel auch Einzelproben und dann versuche ich auch, dass die schon etwas fortgeschritteneren Schüler den Anfängern helfen, also dass sie die unterstützen in den Stimmen. Und natürlich dadurch, dass alle auf die gleiche Schule gehen, kennt man sich halt. Und die meisten haben auch bei mir Unterricht, also kennt man sich auch so. Und das ist eben das Schöne dran. Früher habe ich ganz lange Blockflöte gespielt und dann kam ich hier an die Schule und dann habe ich in der 7. Klasse angefangen, Querflöte zu spielen und das habe ich jetzt eben bis zur 12. auch weitergemacht. Hier im Querflötenensemble ist es immer ziemlich lustig und es macht auch immer Spaß, hierher zu kommen. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, später was mit Flöte beruflich zu machen. Bei mir steht jetzt ja auch nächstes Jahr das Praktikum an. Ich überlege mich, bei einem Flötenbauer zu bewerben eben. Und also ich könnte mir gut vorstellen, das später auch beruflich zu machen.